Ich will mich mit der Einführung mehr als kurz halten, aber Sie wissen, dass die deutsch-griechischen Gesellschaften in dieser Auseinandersetzung seit Jahren, ich persönlich auch, versucht haben, in diesem Hetzbild gegen Griechenland, das in der deutschen Presse gelaufen ist, zum Teil unter wirklicher Verdrehung aller Tatsachen, die bis in hohe Regierungsstellen gegangen ist, versucht haben, ein Gegengewicht zu machen. Unsere Website ist dann natürlich zwar ein Bild, aber mit nicht so großer Ausstrahlung. Wir waren dann bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Da bin ich dann brav mit einem, haben wir eine schöne Griechenland-Seite hinbekommen. Das muss man jetzt auch sagen mit Informationen. Übrigens, Herr Gogos hat sie damals auch mitgestaltet und wir haben dann auch von einige gebracht. Das Endergebnis war, dass meine Beschreibung der ökonomischen Situation 4 Monate nicht drin war. Und als ich mich erkundigte, wurde mir mitgeteilt, ich bin promovierte Ökonomenassistentin, ich war sehr genau in den Zahlen, dass sie zu einseitig empfunden wurde. Das heißt, die wurde erst ins Netz gestellt, als Herr Professor Rüther von dem berühmten Institut der Wirtschaft auch einen Artikel zur Verteidigung der Linie gemacht hat. Aber Herr Rüther war völlig korrekt. Er hat die Zahlen nicht angegangen, die waren auch nicht angebar, sondern hat einfach die Regierungssache kurz verteidigt. Damit war also es ausgewogen. Also wir haben auch heute Probleme, aber ich sage nur, im Grunde genommen geht die Situation, die verzweifelte Situation der Menschen im Süden Europas, Griechenland wie auf der Iberischen Halbinsel, unter, was die soziale Situation angeht, was die Beschäftigungssituation angeht und insbesondere, was die jungen Leute angeht. Die Frage ist also auch, was kann man tun? Was sind die Wünsche, die sozusagen auch von der griechischen Seite kommen? Und wie gesagt, die pensionierte Deutsche kann kommentieren, die deutsch-griechische. Was kann man auch für die künftigen Zeiten vielleicht von der deutschen Politik erhoffen? Und da bitte ich jetzt darum, dass der Herr Botschafter damit beginnt. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich finde es nicht, dass es außerordentlich ist, dass ein griechischer Botschafter bei solchen Veranstaltungen präsent ist. Es muss eigentlich nicht so sein. Auf jeden Fall für mich persönlich ist es nicht nur eine Pflicht, es ist auch eine Freude, hier zu sein. Und ich muss sagen, ich bin dankbar für diese Veranstaltung. Ich habe vieles erfahren und habe auch große Gedanken gemacht und natürlich auch viel daran gedacht, was für eine Geschichte die Hunderzeit war in Griechenland, in allen Dimensionen, das lernt man immer wieder. Und natürlich, wie wichtig die deutsche Solidaritätsbewegung war. Und ich glaube, das ist nicht nur ein glänzendes Kapitel in unseren bilateralen Beziehungen. Natürlich kann man das nicht, das gesamte Deutschland zuzuschreiben, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr wichtige Bewegung und es ist auch wirklich sehr schön, wenn man spürt, dass sie so lebendig in den Gedanken der Leute sind. Und ich glaube, dass diese Erinnerungskultur, diese besondere Erinnerungskultur, muss man auch weiter pflegen. Man wird die Wege finden und ich freue mich sehr, dass auch die Ausstellung wirklich in einem guten Gang ist. Wir müssen weitersehen, wie wir das unterstützen können. Es ist auch, glaube ich, ein sehr kostbares, edles Erbstück, auch für die weiteren Generationen, vor allem heute, wenn wir merken, wie viel das die Demokratie eigentlich wieder in Gefahr steht, in Europa und in der ganzen Welt.
es passieren Dinge, die wir vor 5 Jahren vielleicht nicht vorstellen könnten. Aber trotzdem sieht es so aus, dass eine gute Reihe von Leuten, viel weniger in Griechenland, aber viel mehr in Mitteleuropa, in den USA, auch in Deutschland, keine wirkliche Gespenster des Übels in der Vergangenheit sehen, in den 30er Jahren oder in den 40er Jahren. Und das muss uns in tiefe Sorge bringen. Also man braucht, glaube ich, ein kontinuierliches politisches Erwachen. Und das braucht auch die Griechenland zurzeit. Man braucht ein weiteres politisches Bewusstsein zu kultivieren. Da gab es einen Mangel in den letzten Jahren in Europa. Das muss man wirklich annehmen. Und man braucht weitere demokratische Wachsamkeit. Ich glaube, hier muss man ein bisschen politisches Kapital machen auf diese gemeinsame schöne Geschichte der Solidarität. Wie kann man jetzt Griechenland weiterhelfen? Ich glaube, und nicht nur Griechenland, aber den ganzen das ganze Südeuropa. Man muss Griechenland helfen, sich die Umstände gestalten, dass sie die Umstände gestalten kann, formulieren kann, die junge Leute in Griechenland es erlauben, Arbeitsplätze zu finden. Es kann keine Solidaritätsakte sein zu den jungen griechischen Arbeitslosen. Ja, okay, wir verstehen es. Ihr habt keine Arbeit zu Hause. Hier haben wir Arbeitsplätze. Bitte kommen Sie hier. Nein, das wäre katastrophal. Das wäre vielleicht eine gute Geste sozusagen für griechische Arbeitslose, aber das bringe das Land im Grunde. Und das wünschen wir uns nicht. Ganz klar. Danke. Vielen herzlichen Dank. Bevor ich das Wort an Detlef Tanke gebe, wollte ich noch 2 Punkte anfügen. Die junge griechische Generation, die jetzt arbeitslos ist, ist die bestausgebildete und qualifizierte in der Geschichte Griechenlands. Das bedeutet, wenn wir diese jetzt nicht in Möglichkeiten bringen, heißt das ein gravierender Verlust, und den sehen wir heute schon in zentralen Bereichen wie IT oder so, wo die Leute weltweit wegengagiert werden. Also kann ich nur sagen, ja, wir müssen diese Chance für Griechenland nutzen und wir müssen dem Land eine Chance geben. Und welche Möglichkeiten sind, Detlef? Ja, welche Möglichkeiten es sind, darauf habe ich natürlich nicht die umfassende Antwort, aber ich würde gerne ein bisschen was sagen, aber die Bemerkung des Botschafters will ich gerne mal aufgreifen, weil ich glaube, spätestens seit den Ereignissen in den USA muss auch klar sein, welche Dimension politische Veränderungen durch soziale Verwerfungen in Gesellschaften erhalten. Und ich will daran erinnern, dass der Bernie Sanders hier sehr lange mit Hillary Clinton um die Herausforderung gekämpft hat und kritisiert hat, man muss aufhören mit der Politik für die 1%-Gesellschaft. Das ist vielleicht überspitzt, dem würde ich mich auch so nicht ganz anschließen, aber es macht die Ursachen deutlich für politisches Wahlverhalten, das auf Populisten nur in Anführungsstrichen hereinfällt. Weil Menschen irgendwann mal, in meinem Dorf würde ich jetzt etwas plastischer sagen, ich suche mal, die Nase voll haben, glaube ich, ist der etwas diplomatische Ausdruck, die Nase voll haben von einer Politik, die ihre Lebenssituation nicht verbessert, sondern verschlechtert. Da könnte ich dann in Deutschland auch eine Menge an Dingen aufzählen, die es zu verändern gilt. Deswegen, glaube ich, haben wir im Jahre 2016 die große Herausforderung, unsere Demokratie zu stärken. Auch die AfD ist eine Kampfansage an die Demokratie.
Und Präsident Obama hat ja sich das richtige Land ausgesucht, um nochmal das hohe Lied der Demokratie zu singen, nämlich in Griechenland. Und deswegen, mal als ein kleines Beispiel, haben wir vor einem Vierteljahr im Niedersächsischen Landtag beschlossen, eine Landeszentrale für politische Bildung wieder einzurichten. Weil ich glaube, das Erlernen demokratischer Verhaltensmuster, den hohen Wert von Demokratie, nach dem Motto, Demokratie ist eine schlechte Staatsform, aber es gibt keine bessere, mindestens das zu erkennen, dass man eben in der Demokratie im Widerstreit von Meinungen und Interessen zu richtigen Entscheidungen kommen kann, die aber am Ende auch zu einem sozialen Ausgleich in der Gesellschaft kommen. Und da müssen wir uns in Deutschland auch fragen, angesichts des steigenden Unterschieds, des Aufgehens der Schere zwischen Arm und Reich, ob wir als Politik dieser Aufgabe noch gerecht werden. Da muss man eher sagen, nein. Und in Deutschland ist es sicherlich eine Aufgabe der Sozialdemokratie, genau solche Dinge aufzugreifen, um Veränderungen herbeizuführen. Ich glaube, wir sind da jetzt auf einem, wir haben vielleicht begonnen, einen Weg zu beschreiten, genau solche sozialen Problemstellungen mehr in den Fokus zu stellen. Ich will noch mal ein Beispiel machen. Der jetzige Gesetzentwurf von Andrea Nahles zur Begrenzung von Leiharbeit und befristeten Arbeitsverträgen und Werksvertragsarbeit ist nicht ausreichend. Er ist aber geschuldet, zumindest muss das die glaubwürdige Aussage der SPD sein, einer großen Koalition, womit Konservativen natürlicherweise nicht mehr möglich ist. Aber in einem Bundestagswahlprogramm muss ein klares Bekenntnis der Sozialdemokratie zur Veränderung dieser gesellschaftlichen Situation vieler Menschen führen. Weil deren Entgrenzung, deren drohende Arbeitslosigkeit, deren drohende, zumindest Verlust an Selbstwert und auch Einkommen und Vermögen, um ein selbstgestaltetes Leben überhaupt bezahlen zu können, führt eben am Ende dazu, dass man die AfD noch weiter stärkt. Und in diesem Sinne muss Deutschland eben auch die, um das konkret zu sagen, die Politik mit oder die Auflagen in Anführungsstrichen für die Politik Griechenlands sehen. Sigrid hat das ja darauf hingewiesen. Die Hälfte der Jugendlichen arbeitslos ist ein Fiasko. Was sollen diese jungen Menschen von dem System halten, das wir bestimmen und gestalten? Und deswegen glaube ich, ist allen eigentlich klar, dass wenn Griechenland eine Chance zur Selbstentwicklung wieder haben will, man einen Schuldenschnitt machen muss. Und wir in Deutschland müssten ja eigentlich die Ersten sein, die so etwas tun angesichts unserer Geschichte, denn nur dadurch sind wir in Deutschland ja auch auf einem ökonomischen Wachstumspfad gegangen. Aber ich sag mal, dazu bedarf es auch veränderter Mehrheiten in Deutschland und daran arbeite ich. Und dann hoffe ich mal, dass wir gemeinsam zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen in Deutschland und auch in Griechenland kommen. So, vielen herzlichen Dank. Ich darf jetzt dir das Wort geben, Tinus. Danke. Ich möchte der Frage ein bisschen mehr technokratisch angehen und nicht so politisch schweifend. Es ist klar, dass zwischen Deutschland und Griechenland bestimmte besondere Beziehungen bestehen. Und es ist klar, dass, wie Weizsäcker sagte, 12% der griechischen Bevölkerung mehr als 14 Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet hat. Ich bin einer davon, der nicht nur in Deutschland studiert hat, sondern auch lange gearbeitet hat hier. Ja? Auf dem akademischen und industriellen Sektor. Das Problem ist folgendes. In Griechenland muss man natürlich Änderungen herbeiführen. In Griechenland wurden in der Vergangenheit Fehler begangen. Politische Fehler. Okay, und man hat über das Niveau gelebt. Vor allen Dingen seit der Einführung der Euro. Das muss man
feststellen, das muss man festschreiben und sehen, wie wir weitergehen. Die auferlegte Austerität in Griechenland durch diese Krise, die natürlich sehr tief ging, während, warum? Weil das ökonomische Gebäude nicht gut strukturiert war, führte zu entgegengesetzten Ergebnissen. 50% Arbeitslosigkeit in der Jugend bedeutet, und ich erlebe das jeden Tag, die kommen junge Leute, sehr profiliert, zum Beispiel zwischen den, im Rahmen der EU-Programmen, sehr profiliert, wo also viele Institutionen teilnehmen, Fraunhofer, Aachen, Stuttgart, etc., etc. Und die verlangen nach einem Empfehlungsschreiben, damit sie ins Ausland gehen. Das ist ein Braindrain, das ist eine Katastrophe für das Land. Und ich sehe das nicht nur ökonomisch. Ja? Auf der anderen Seite sehen wir, dass das europäische Gebäude anfängt zu kriseln. Ich sehe die AfD hier, deren erster Slogan war kein Geld mehr für Griechen oder für Griechenland. Ich sehe die Le Pen und jetzt kommt Trump. So, die Umgebung scheint nicht so ideal zu sein. Das heißt, man sollte, und gerade die Sozialdemokraten, sollten darauf achten, dass man diese Demokratie, die lange Zeit aufgebaut haben, schützt. Ja? Und eine Demokratie wird nicht geschützt, wenn 50% der jungen Leute, der jungen Generation arbeitslos ist. Es erzeugt Emotionen, es erzeugt ein Feld, wo der Populismus praktisch Boden findet. Das ist meine Sache, meine Meinung. Und ich möchte sagen, dass, wie ich das gestern erwähnt hatte, ich bin überzeugt, unter den europäischen Ländern, dass Deutschland aufgrund dieser Verhältnisse, die in der Vergangenheit geherrscht haben, dass nicht, ich will nicht das einzige, aber eines der wenigsten Länder ist, dass Griechenland verhelfen kann, um ein neues, produktionsorientiertes ökonomisches Modell aufgebaut wird. Das geht nicht mit Austerität. Das geht natürlich mit Änderungen und Sie wissen genauso, und überall sind diese Änderungen langfristig. Man kann nicht von heute auf morgen eine jahrelange Situation dann irgendwie ändern. Das geht nicht. Okay, man muss den Willen zeigen von griechischer Seite, Änderungen herbeizuführen, aber auf der anderen Seite muss von hier aus eine engere Zusammenarbeit entstehen, und zwar nicht mehr in Richtung Know-how-Transfer, sondern mehr in Richtung Investitionen. Der Fehler, der damals gemacht wurde, da wo also Deutschland praktisch die Gastarbeiter hergeholt hatte, ja, und nicht dort investiert hat, das soll nicht noch einmal vorkommen. Also man braucht bestimmte Schritte zu machen, um in Griechenland Investitionen gemacht zu werden, und zwar im produktiven Bereich und nicht in Leistungen erbringen und Dienstleistungen und so weiter. Ja. Es fehlt das, weil ich bin fertig ich meine, man sollte bestimmte
Schritte dorthin unternehmen, in diese Richtung. Und man kann das tun. Okay. Danke. Herzlichen Dank, Professor Tjakalos. Ich habe jetzt die meiste Zeit von allen, ne? Die sind schon fertig, da habe ich jetzt bis zum Ende die. Da glaubst du, wenn du das glaubst. Ach so, das glaubte ich ja. Nein, nein. Liebe Sigrid, als Professor hatte ich immer meinen Studentinnen und Studenten gesagt, passt mal auf, ihr könnt sehr viele Sachen erzählen, so, bleibt beim Thema. Und das Thema natürlich versteht jeder so, wie er möchte. Und so. Also ich lese, Krisenzeiten, Erinnerungen und Chance für einen Neuanfang. Krisenzeiten, so wie wir die heute erleben, und Erinnerungen. Jetzt darf ich dann das, was ich gestern so verteufelt hatte und so weiter, kann dann ein Veteran werden. Also ich erinnere mich jetzt. Und dann diese Erinnerungen bringe ich in Zusammenhang mit heutigen Situationen. Ich erinnere mich, dass ich im Februar 1968 nach einer großen Demonstration in Hamburg versuchten wir in dem griechischen Konsul eine Petition zu übergeben über Studenten, die kurz davor waren, zum lebenslänglichen verurteilt zu werden. Manche davon sind heute Abgeordnete sogar bekannt. Versuchte ich, diese Petition zu übergeben als Vorsitzender des griechischen Studentenvereins, kam einer raus, der sagte, über diese so ungefähr Landstreicher wollen wir gar nicht diskutieren, wir nehmen keine Petition entgegen, versuchte er die Tür zuzumachen, machte ich meinen Fuß dazwischen, wurde ich zurückgezogen, dann habe ich meine bekannte damals Spraydose, rote Farbe, Fiat 850 und habe ich ein Hakenkreuz gemacht. Und habe ich sofort erklärt, wenn jemand ein Faschist ist, darf nicht die griechischen Embleme benutzen, sondern die Embleme eines Faschisten. Die Polizei hat das gesehen, stürmte auf mich, die Spraydose ging kaputt, dann explodierte sie praktisch und so, war laut, wurde ich festgenommen. Das ist alles normal, das waren meine vielen Festnahmen der damaligen Zeit. Die Sache kommt aber später. Ich wurde in der Nacht wieder freigelassen und so waren die. So. Kurz Zeit danach bekomme ich dann den Brief von der Staatsanwaltschaft, ich soll dahin kommen wegen dieses Vorfalls. Komme ich dahin und sagen sie, sie werden jetzt angezeigt wegen zweier Delikte. Erstens Sachbeschädigung, höre ich das und sage, ja gut, es war ja. Und zweitens Verbreitung von NS-Emblemen. Als ich das gehört hatte, da habe ich gesagt, sie spinnen wohl. Sie haben einen Kommunisten vor sich und sagen, der verbreitet NS-Emblem. Also Sie glauben, Sie können dieses Gesetz, was in Deutschland zum Glück gibt, dass Sie das immer so neutral, überall, wo jemand ein Hakenkreuz macht, ich weigere mich überhaupt zu diskutieren über diese Sachen, bin ich sofort gegangen. Gut, sagten der Rechtsanwalt, das solltest du nicht machen und so. Offensichtlich, der Staatsanwalt hat aber richtig daran gedacht. Lange Zeit danach bekam ich einen Brief, eingestellt, alles, auch Sachbeschädigung zusammen und gleichzeitig, sie können ihre Spraydose von dem Landgericht so und so weit abholen und so. Warum erzähle ich das jetzt aber? Warum erzähle ich das? Weil es in Griechenland eine große Diskussion gegeben hatte, ob es so ein Gesetz geben darf. Und es hat viele Leute gegeben, Linke, die sagten nein, weil ja so ein Gesetz missbraucht werden kann. Also kein Gesetz gegen Nazis, weil eventuell einmal ein Tjakalos, ein Linker, eventuell angezeigt wird wegen dieser Sache. Und diese Sache macht aber unsere Regierung mehr oder weniger mit. Und das bedeutet eine sanfte Tour gegenüber Nazis. Ja, in Krisenzeiten soll man denken, gegen Nazis geht man hart vor. Gegen Nazis geht man nicht irgendwas. Das ist meine von den Erinnerungen über heutige Zeit. Wenn zum Beispiel der Parlamentspräsident, ein alter Freund von mir, sehr alter Freund von mir, erklärt, wir können noch nicht diskutieren über die Zusammensetzung des Rundfunk- und Fernsehrates, bevor die Goldene Morgenröte ihre Auffassung darüber äußert, das ist etwas, was gegen meine Erinnerungen ist. Und deswegen sage ich, da soll man sich ganz gut sich erinnern, was das bedeutete. Und wenn man einen Prozess über zwei Jahre macht, ob vielleicht die Goldene Morgenröte eine verbrecherische Organisation ist, und das, oder ob man beweisen soll, dass hier
Führer, so nennen Sie ihn, Ihr Führer ganz genau gewusst hatte und irgendwie einen Befehl gegeben hat, dass derjenige ermordet werden soll, dann soll man sich erinnern, dass der erste Urteil im Nürnberger Prozess nicht gegen Menschen gewesen ist, sondern gegen Organisationen. Es war eine große Diskussion darüber. Kann man gegen Organisationen oder nicht? Monatelang. Und es gehört zu unserer juristischen Tradition dieses Europas, dass man ja gegen Organisationen geht. Und das erste Urteil war, dass die NSDAP durch ihre Gründung, durch ihr Programm und ihre Ideologie schon bei ihrer Gründung eine verbrecherische Organisation gewesen war und nicht, nachdem sie die Verbrechen gemacht hatte. So. Also das nenne ich Erinnerungen von früheren Zeiten, was für die Krisenzeit Griechenland, wo wir die erste Nazi-Partei haben, die so verbrecherisch ist und so aggressiv ist, die wird mit sanft Handschuhen und so. Zweites jetzt. Das hat mit der Sache, wie geht man um mit den anderen Leuten und welche, wie erklärt man, wie die eigene Politik eigentlich von den anderen selbstverständlich übernommen werden soll. Manuel Gogos hat das vorher gesagt und deswegen werde ich das jetzt aufnehmen, damit wir auch so zurück. Er sagt, Rudi Dutschke hatte damals gesagt, ja, Griechenland wird auch eventuell ein Vietnam. Nee, das hat er nicht gesagt. Er hatte damals und viele vom SDS etwas anders gesagt. Sie hatten gesagt, schaffen wir eins, zwei, drei, viele Vietnams. Und die wollten, dass Griechenland ein Vietnam wird. Ich war in diesem Kongress, wo das gesagt wurde, es war am 16. bis 18. Februar 1968, der Vietnam-Kongress in Berlin, wo im Prinzip das erste Mal viele Organisationen auch aus Frankreich und Dänemark und Schweden und so weiter, das erste Mal, wo das, was man 68er nennt, zusammengekommen ist. Ich war als Redner, ich glaube, Dritter nach Rudi Dutschke. Und ich hatte meine Rede gehalten, da hatte ich gesagt, ja, in unseren Vorstellungen können wir nicht ausschließen, dass wir zu einem bewaffneten Kampf übergehen werden. Aber wir haben eine Erfahrung eines Bürgerkrieges. Wir haben die Erfahrung, was das bedeutet, ein bewaffneter Kampf als Bürgerkrieg in einem Land bedeutet. Meine alle männlichen Onkel sind alle gestorben. Drei seitens meiner Mutter, einer seitens meines Vaters. Und meine Mutter sagte, immer sagte, wir machen alles. Aber sagt zu mir, soll ich dich auch verlieren? Das war ihre Sache. Da habe ich also in diesem Kongress gesagt, nein, wir werden gucken, dass wir rauskommen ohne bewaffneten Kampf, obwohl wir das nicht ausschließen. Warum denke ich jetzt daran? Ich denke, die Art, in welcher unsere Regierung gesagt hat, wir sind die erste linke Regierung, jetzt werden sie alle das Gleiche machen, was wir machen. Also sie werden auch unsere Kredite und unsere Schulden und so erlassen. Es geht ja anders nicht. Es geht anders leider doch in diesem Fall. Und da müssen wir denken, nicht die anderen werden machen, was wir wollen, sondern die anderen haben auch eine Auffassung. Und da soll man diskutieren, wie man das macht und so. Andererseits, sonst wird man das bezahlen selber. Die 68er sind ja zerfallen in allen möglichen Sachen und so weiter. Mit dem Gedanken, sie würden ein, zwei, drei, viele Vietnam schaffen in allen Dingen. Es passt nicht so ganz zusammen in meinem Kopf schon. Erinnern also und sage ich, wie man das jetzt sieht. Und das Letzte jetzt. Denn ich will das, was Sigrid sagte, die verzweifelte Situation der Menschen heute in Griechenland soll nicht. Ich war vor einigen Jahren dort, und weiß ich nicht, wann das genau war, vor 3 Jahren oder so. Ne? Da wurde ich gefragt, da war ja die verzweifelte Situation schon vor 3 Jahren und so weiter. Und da musste ich so ungefähr sagen, was sie jetzt verdienen. Und da hatte ich gesagt, naja, als ein Mensch, der Professor seit dem 30. Lebensjahr gewesen ist, mit 67 Jahren, 1 Monat und 11 Tagen in Rente gegangen, also ziemlich lange gearbeitet und so, verdiene ich, hatte ich damals gesagt, mein Netto ist ungefähr 2.000, vor der Krise wäre das etwas über 4.000. Und so. Boah, sagten sie alle, Mann, der Arme. Ich sagte, wieso der Arme? 2.000? Wie viele verdienen denn in Griechenland 2.000 heutzutage? Ich bin einer der Reichsten. Also wir kommen gut aus mit meiner Frau. Die hatte damals auch ungefähr 1.000 Euro Rente. Reich. Gut, heute könnte ich natürlich sagen, wie sieht es heute aus? Heute ist meine Rente 1.300 netto und die von meiner Frau 700. Die verzweifelte Lage also dieser Leute, nee, wir sind nicht verzweifelt. Aber in unserem Haus sind verzweifelte Leute. Wir haben seit 7 Monaten Teil unserer Familie nun aus Idomeni Leute geholt, 2 Familien, 2 syrische Familien. Ein Ehepaar mit einem Kind, 6 Jahre alt, jetzt ist er in die Schule gekommen, und eine Frau,
Eine Kurdin aus Syrien mit ihren zwei Mädchen, eins 14,5 Jahre alt, eins jetzt 21 Monate, mein Liebling, Mariam, die kennen alle Leute in Griechenland inzwischen und so, weil wir immer gemeinsam und so. Bei der zweiten Familie, beide sind verzweifelt. Die sind verzweifelt. Wenn sie sogar gehen von uns, da werden wir dann denken, boah, Mensch, guck mal, wir sind wieder die zwei, wir sind sehr gut. Verzweifelt. Und niemand lernt daraus. Warum ist die Filiale verzweifelt eigentlich? Ihr Mann ist in Rostock. Er hat politisches Asyl bekommen, er hat Aufenthaltsgekommen bekommen, er hat Arbeitsgenehmigung bekommen, er hat eine Wohnung bekommen. Die sind seit ungefähr anderthalb Jahren sind nicht zusammen. Sie hat ein Anrecht, durch Dublin II hinzukommen. Sie wird hinkommen. Damit sie hinkommt, muss sie aber erstmal einen Antrag auf politisches Asyl in Griechenland stellen. Dieser Antrag wird dann weiter an die deutsche Botschaft geschickt und dann muss die deutsche Botschaft entscheiden. Die ist im Februar, am 1. Februar nach Griechenland gekommen. Also es gilt noch das alte Ding. Sie wurde präregistriert in Chios. So hatte die griechische Regierung. Präregistrierung heißt das. Und dann wurde sie im April noch einmal aufgerufen, nicht sie, alle Leute, sie sollen sich jetzt noch einmal präregistrieren, diesmal über Skype. Und Skype funktionierte zweimal in der Woche, waren im griechischen Ministerium und durften alle Leute aus Rumänien und so weiter über Skype. Konnte man nicht. Wir haben das geschafft. Wir haben sie präregistriert, die waren im Juni oder Ende Mai oder so. Die wenigen. Und dann bekam sie einen Termin, wo sie hinkommt, damit sie ihren Antrag stellt. Sie hat den Antrag am 14. September dann gestellt. Vom 1. Februar bis 14. September konnte sie nicht die Voraussetzung schaffen, damit sie das, was ihr Recht war, richtig weitermacht. Warum? Weil so wollte die griechische Regierung. Sie wollte nicht, dass die Leute von Anfang an sagen, ich will jetzt einen Antrag stellen. Über Flüchtlinge diskutierten wir auch damals, als wir hier waren. Keiner hatte zu mir gesagt, Präregistrierung. Keiner hat zu dem Kotsias, dem Außenminister, Herrn Botschafter, gesagt, Präregistrierung. Nichts hatten sie gesagt. Sie hatten gesagt, sie sind verfolgt. Also gehst du zum Auslandsamt, die guckt im Auslandsamt, auch schon wieder so einer und so, aber kriegte man. Und dann kommt das Nächste aber. Seit dem 14. Februar wissen wir gar nicht, was da los ist. Gestern Nacht, als ich zurückkam, hatte meine Frau mir ein E-Mail geschickt und sagte, verzweifelt, jetzt sie auch, und sagte, ich war heute bei dem griechischen Council für Flüchtlinge mit den Rechtsanwälten diskutiert und so, weil sie ja sehr leidet. Sie leidet, sie ist manisch depressiv. Depressiv ständig und manisch bedeutet, sagt sie immer, ich nehme die Kinder und kehre in die Türkei zurück, damit ich da arbeite wieder, das Geld bekomme, damit ich illegal nach Deutschland komme. Das ist das Manische bei ihr. Und da kämpfen wir immer, die nehmen wir immer mit. Nicht, dass sie plötzlich irgendwie die Kinder nimmt, aus dem Haus verschwindet und so weiter. Niemand interessiert sich. Wen interessiert euch, warum? Kann man mir erzählen, warum eigentlich in Rostock, wo der Mann auch depressiv ist, die deutsche Regierung aus Deutschland bezahlt eine Frau, damit diese Frau für die Kinder sorgt und den Mann. Sie bezahlen das Geld. Der Mann wird immer depressiver und depressiver. Die Kinder können natürlich in der Schule nicht so gut gehen. In Griechenland wird die Frau depressiv. Da müsste Griechenland bezahlen. Gut, das bezahlen wir jetzt, aber es spielt ja keine Rolle. Sonst wären sie in einem Camp, würde sie auch verhungern noch dazu, dabei. Kann mir irgendeiner sagen, was das bedeutet? Sie sagten gestern zu meiner Frau, vor März kommen sie nicht hin. Vor März, wenn 2,5 Jahre sein, ohne ihre Kinder. Der Mann hat das Baby nicht gesehen, 21 Monate alt, gesehen am Anfang und so. Wer gewinnt? Finanziell? Verlieren alle. 582 Millionen Euro hat Griechenland bekommen seit dem letzten Juli bis zum September für die Flüchtlinge. Die hungern. Die leben im Schlamm. Deutschland bezahlt dafür. Wofür eigentlich? Sie werden doch kommen, diejenigen, die ein Recht haben. Erinnerungen? Ich weiß nicht. Ich habe aber die Erinnerung, dass man über wirklich verzweifelte Leute sprechen soll. Und die verzweifelten Leute heute in Griechenland sind hauptsächlich die Flüchtlinge, die dort unter diesen Verträgen, unter dieser Politik richtig leiden. Und ich bin sehr stolz und sehr glücklich, wenn ich das sah in Idomeni, eine Frau, die 2,5 Jahre arbeitslos war,
kaum zum Zuge kam mit ihren Kindern, da sagte sie, arbeitslos, ich habe doch keine Chance, eine Arbeit zu bekommen. Ich freue mich, dass ich mit euch mitkomme und als Freiwillige dort arbeite, denn ich tue mindestens etwas für Leute, die noch schlimmer stehen als ich. Das ist das Griechenland von heute. Das ist das Krisen-Griechenland von heute, nämlich von solidarischen Menschen mit Menschen, die noch mehr leiden unter uns. Und darüber müsste man sprechen und nicht über meine 1300 Euro, damit komme ich aus. Zu Recht auf eine dramatische Situation hingewiesen. Das auf eine dramatische Situation hingewiesen, aber du gestattest mir trotzdem, dass ich darüber rede, wie man die... Eine ganze Minute übrig gelassen. Dass du mir trotzdem gestattest, darüber zu reden, wie die Ökonomie in Griechenland ist. Und jetzt sage ich auch an dich, dass man etwas an dieser, Entschuldigung bitte, gottverdammten griechischen Bürokratie ändern muss. Ja. Denn das löst du nicht durch einen Schnipp des Parlamentspräsidenten, das löst du nicht durch eine nette Erklärung eines Kabinetts, sondern das ist die Frage, wie änderst du eine Bürokratie und wie schaffst du es, dass sie in einer Krisensituation auch angemessen reagiert. Und da könnte ich dir nicht in dieser Schärfe, aber einige Fälle auch für Deutschland berichten, bevor dort wirklich ganz erhebliche Personalkapazität und Geld hereingeflossen ist, die nicht gerade zum hohen Bild einer hervorragenden Bürokratie in Deutschland passen, um das mal nur zurückhaltend zu formulieren. Das heißt, worüber wir auch reden müssen, Entschuldigung bitte, ich bin jetzt nicht die ganz Kurzfristige, ja? Ich bin selber, wir haben uns ja mal unsere Geschichte ausgetauscht. Er war ein unterernährtes Kind mit seiner Mutter im Gefängnis und konnte nicht so richtig gehen und stehen. Und ich, das Flüchtlingskind, konnte mit 3 Jahren es auch nicht, weil wir unterernährt waren. Aber das waren Hunderttausende von Kindern. Das war nicht die arme Sigrid alleine, sondern das waren sehr viele. Das heißt also, wir haben beide eine hohe Emotion in dieser Sache. Nur jetzt sage ich auch eines, wenn man gleichzeitig im Memorandum der griechischen Regierung verbietet, neue Leute einzustellen, die genau für diese Aufgabe herangebildet werden könnten, dass man sich hinstellt mit Skype und weiß, wir haben Tausende von exzellenten IT-Leuten in Griechenland. Ich sage Tausende. Griechenlands Apps im internationalen Verkauf bringen der Zahlungsbilanz genauso viel ein wie das Olivenöl. Da war ich selber verblüfft. Das heißt, wir haben dort exzellente Leute und keine Regierung kann diese Leute anstellen, um zum Beispiel diesen Punkt genau anzugehen. Man hat kein Geld, also ich will das jetzt mal sagen, ich habe mich ja darum gekümmert, als Walter Norbert Borjans mich angeredet hat und gesagt hat, ich habe den Griechen da eine Diskette gegeben für diese Steuerhinterzieher und da kommt nichts. Ich will nur das jetzt abkürzen. Es gibt jetzt ein Abkommen zwischen Nordrhein-Westfalen und der griechischen Regierung, um Steuerleute auszubilden, um damit auch mit IT und diesen Daten sie zu verarbeiten und umzugehen. Das Problem ist nur Folgendes. Wenn Sie die Leute jetzt anklagen wollen, dann sagen mir hohe Richter dort unten, tja, da müssen Sie gegen die besten Leute der Welt, gegen die Firmen kämpfen und die haben keine Ausbildung und das lernt man bitte nicht in 14 Tagen und das lernt man bitte nicht mal so zwischen dem Übergehen, sondern da müssen Sie engagierte, ich sage einmal, Leute, die das wirklich machen wollen, die auch 1-2 Jahre gegebenenfalls in Deutschland, in Frankreich oder so lernen. Ja? Sie müssen Leute vom IT-Bereich, die auch das nachverfolgen können, haben. Das heißt, gleichzeitig einer Regierung Anforderungen zu stellen und an dem zentralen Bereich, wo man weiß, auch aus der deutschen Erfahrung, es braucht 10 bis 15 Jahre, um eine Verwaltung wirklich zu ändern und nicht nur ein paar kleine Punkte zu machen. Sich hinzustellen und zu sagen, das machen wir mit Schnipp, das machen wir mit einem Gesetz, das machen wir mit einer Aufforderung und wir machen es ohne jede Fort- und Weiterbildung. Da kann ich nur sagen, dies ist schlichte Dummheit und es ist falsch. Und wenn wir uns die deutsche Geschichte angehen, wo wir auch einige Probleme hatten mit Verwaltungen,
Da kann ich auch nur sagen, wir haben sie in Deutschland, und wir sind ja stolz auf unsere Verwaltungen, zweimal in der deutschen Geschichte ist es uns gelungen, das zu tun. Jedes Mal nach Katastrophen. Die erste berühmte, die preußische Verwaltungsreform, also die Hardenbergschen und Steinschen Reformen, war in der Niederlage des preußischen Heeres gegen Napoleon. Wo der Adel und diese ganze Sippschaft wusste, sie mussten etwas ändern. Sie haben es gemacht, übrigens auch das Heer. Und die zweite war nach dem Zweiten Weltkrieg. Deswegen sage ich, man muss aus der eigenen Geschichte auch lernen, dass so etwas nicht mit Schnipp geht, dass so etwas engagierte Leute braucht, die auch von Unterstützung haben. Und jetzt sage ich nachdrücklich, wer diese jungen, guten Leute, ich spreche das jetzt offen an, nicht sagt, wir nehmen die, wir stellen euch eine Aufgabe und die löst ihr. Und ihr könnt euch mal angucken, wie wir das gemacht haben, was da brauchbar ist und was nicht. Der geht an den Realitäten vorbei und macht Abracadabra. Also die schwarze Null als die einzige Antwort für realistische Probleme, für schwere, gravierende Probleme, wird in Griechenland nicht nur wegen des Problems, ich sage jetzt mal der Austeritäts- und der Krise, sondern der zusätzlichen Flüchtlingsbelastung eine Menge von Problemen auslösen, von denen ich nur sagen kann, wer ein Land bewusst in den Abgrund treiben will, Entschuldigung bitte, deswegen will ich den Zusammenhang sehen, der betreibt es genau so. Und wenn man sich dann anschließend beklagt, dass es auf dem Balkan Instabilität gibt, da kann ich nur sagen, ich erinnere mich an einen großen, mittlerweile verstorbenen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, ich hatte mit ihm in der SPD gelegentlich Krach, Helmut Schmidt, der damals mit dem französischen Staatspräsidenten gesagt hat, wir nehmen den Süden Europas in die EU auf, nicht weil wir der Überzeugung waren, dass wir die in jedem Punkt ökonomisch oder so etwas reif sind, sondern weil wir im Süden Europas, vor allem nach den Diktaturen, Gelegenheit zur Entwicklung geben müssen. Und er war schließlich ein ehemaliger Verteidigungsminister, der hat natürlich auch daran gedacht, dass man einen stabilisierten Balkan braucht. Also das war nicht nur die reine Sympathie und Solidarität, es war auch das eigene Interesse Deutschlands, umgeben zu sein im Zentraleuropa von Staaten, die Entwicklungschancen, Entwicklungsmöglichkeiten und keine Instabilität nach Mitteleuropa bringen. Ich finde, wir müssten wieder über solche Dinge nachdenken. Und für mich ist die Frage Produktion wichtig, aber ich sage dir auch, eine vernünftige Dienstleistung vom Staat bis dahin ist zentral. Ja, das ist was anderes. Das ist keine Dienstleistung. Ja, genau. Ich meine, darf ich mal kurz über sagen? Also wir führen jetzt keinen Streit über Dienstleistungsökonomie. Nein. Die Bürokratie in Deutschland, die ist existent, aber effektiv. Na? Ja, lass quasi mich mal effektiv. Verstehen. Die Bürokratie in Griechenland ist existent, herrscht überall und ist ineffektiv. So, das ist ein Punkt, Unterschied. Und ich meine, man sollte hier sehen, aufgrund der herrschenden Situation in Griechenland, es gibt keinen Vergleich mit Griechenland vor 40 Jahren, ja. Damals kamen Gastarbeiter hierher, die nicht ausgebildet waren. Und jetzt kommen studierte Leute, wo Griechenland bezahlt hat und kommen hier dem Lande zu nutzen. Und die sind gut. Und dafür meine ich, wenn man irgendwas macht, man muss in Griechenland innovative Richtungen eintreten. Innovative Richtungen. Und das ist möglich. Ich will nicht widersprechen, ich will nur auf die Zeit achten. Ja. Also deswegen, weil ich los muss. So, damit ist es ganz ideal. Der Detlef Tanke kriegt damit die Gelegenheit für sein Schlusswort. Komm. Ich wollte gar kein Schlusswort halten. Ich wollte mich bedanken für die Einladung, liebe Sigrid. Ich habe auch in der kurzen Zeit, die ich hier war, einiges mitgenommen. Grundsätzlich, was Sie gesagt haben, Investitionen sicherlich ganz wichtig, also nicht nur Dienstleistungen importieren, wir haben über zwei Sachen gesprochen, das ist schon klar. Und ich finde auch,
wegen der Populisten, dass wir nicht mehr immer die Köpfe der Menschen erreichen, wir müssen auch den Bauch erreichen. Und deswegen sind solche Schilderungen, wie Sie es eben gemacht haben mit den Flüchtlingen dort in Ihrem Haus, ganz wichtig. Und insofern nehme ich auch das als emotionalen Eindruck mit und Stärkung meiner weiteren politischen Arbeit. Herzlichen Dank, und ich hätte um eins gehen müssen, ich würde jetzt gern aufspringen. Ja. Vielen Dank. Alles Gute, Frau Friedrich. Vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt ein Problem. Im Grunde genommen könnten wir jetzt die nächste Serie von Veranstaltungen beginnen. Aber wir wollten die Veranstaltung über die Vergangenheit nicht beenden, ohne auch über die drängenden Probleme der Zukunft mindestens gesprochen zu haben. Tschüss, mein Lieber. Und deswegen schlage ich vor, Entschuldigung bitte, dass wir jetzt vielleicht auch mit einem Schlusswort des Botschafters die Sache beenden. Und dass wir uns dann im Vorstand und mit den Gesellschaften auf unserer nächsten Mitgliederversammlung darüber besprechen, welche inhaltlichen Themen wir fortsetzen und wie wir mit den, Dingen einschließlich der, der Ausstellung, wie wir damit umgehen und wie wir die sinnvoll für die Gesellschaften auch nutzen können. Ich bedanke mich jedenfalls sehr herzlich für die hier vorhandenen Mitglieder. Ich weiß, dass man auch mal noch nach Hause kommen muss von Hannover, für ihre Geduld. Und ich bedanke mich noch mal ganz, ganz herzlich bei den Referentinnen und Referenten. Das, was wir hier an Nachdenklichkeit, an Material gefunden haben und was Sie hier ausgebreitet haben, das waren Schätze, die Sie ans Licht gebracht haben, die ohne Ihre Aktivität verloren gingen. Und deswegen nochmals vielen herzlichen Dank. Und wir müssen uns überlegen, und da bitte ich auch noch mal um zwei Anregungen für später. Das eine, wie können wir das, was Sie jetzt präsentiert haben, sammeln, sodass das eben dann nicht mal eine schöne Erinnerung nur war, sondern das Material da war. Da wird sicherlich die Ebert-Stiftung und Herr Pechlivanus behilflich sein. Aber die andere Sache, ich habe das schon mit dem beredet, also das heißt nur reingeben, ich sorge dafür. Die andere Sache wäre, wie machen wir daraus über das Internet und vielleicht ausgedruckt eine Möglichkeit? Da sage ich ganz offen, was das angeht mit Publizieren, bin ich ein förderungsfähiges Kleinkind. Das heißt also, die edlen Damen und Herren, die das hier können, sollten mir da bitte sehr noch Ratschläge geben, wie man sowas macht. Ich kann andere Dinge. Und wir sollten uns auch überlegen, wie wir das Thema, was wir jetzt zum Schluss angesprochen haben, ja? Also die Ausstellung, wie wir die bringen, was wir Begleitprogramme machen, sind tolle Ideen gekommen, was ich da alles gelernt habe, vom Film Z bis anderen Dingen, da kann ich auch sagen, bitte noch mal einbringen, denn wir müssen auch, und da hatte Detlef Tanke recht, nicht nur in die Köpfe, sondern auch in die Herzen und in die Bäuche kommen. Und das geht nicht nur, das ist wichtig mit Bildern, wichtig mit Aufträgen, aber das muss man auch mit Bildern, Musik und anderem machen. Da sind Ratschläge herzlich erbeten und ich glaube, da fällt Ihnen auch eine Menge ein, wenn ich da so blicken kann. Der letzte Punkt ist das, was wir jetzt in der Abschlussrunde angesprochen haben, damit es nicht heißt, ihr redet nur über die Vergangenheit und nicht, was da in diesem Lande derzeit abläuft, ist, dass wir uns auch überlegen, wie wir uns wieder um die Realitäten in Griechenland kümmern und wie wir den Menschen helfen können. Und zu den Realitäten in Griechenland gehört gegenüber der Zeit von vor 3 Jahren, da hat ja Yorgos Tsiakalos recht, auch die dramatisch verschlechterte Situation mit den Flüchtlingen, die natürlich auch, ich sage, der griechischen Ökonomie und dem Tourismus nicht gerade förderlich sind. Insofern ist diese neue Konstellation eine wirkliche Aufgabe, wo ich auch um Anregungen bitte, wie man sie vernünftig verarbeiten kann. Dies wäre nun mein Schlusswort, das heißt, einen herzlichen Dank an Sie und gleichzeitig, Sie kennen mich, die Bitte um Hilfe für die konkreten Dinge und um Ihren Beistand mit dem Sachverstand. Und nun, Herrn Botschafter, das Schlusswort. Applaus
Ja, vielen Dank dafür. Also ganz kurz einige Bemerkungen auch. Man hat über die ineffektive griechische Bürokratie gesprochen, das stimmt. Aber ich glaube, man muss nicht so absolut sein. Zum Beispiel, in 3 Tagen kann man trotzdem einen Ausweis in Griechenland bekommen. In Berlin dauert es von 2 bis 3 Monate. Also das sage ich sogar ein Pass auch. Und das sage ich nur, weil in den letzten Jahren oder Jahrzehnten oder Jahrhunderten manchmal auch haben unsere ist das griechisch-deutsche Verhältnis auch öfters, hat es geleitet auch von einer Überlegenheit. Wir wissen alles und ihr wisst, weiß vielleicht nichts oder ganz wenig, aber nicht, was wir wissen und wir müssen sie lernen, es zu tun. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Von der ganzen Krise muss man immer Lehren nehmen, ziehen. Entschuldigung, ziehen. Also, was die Flüchtlingskrise betrifft, das sind 2 verschiedene Aufgaben für die griechische Regierung. Also, wir setzen um alles, auf was wir vereinbart sind. Und das wollen wir nicht zusammenmischen, aber Sie haben vollkommen recht. Es ist eine Situation, die wirklich die wirtschaftliche Lage natürlich auch verschärft. Weiter geht es nicht. Sie haben vollkommen recht, was die, Herr Professor, was die griechische und die deutsche Bürokratie betrifft und diesen ganzen öfter sinnlosen Umgang mit den Flüchtlingen. Das stimmt und vieles kann man nicht verstehen. Erstens, sehr viel Geld aus der EU, auch mit deutschem Beitrag, landet nicht auf dem griechischen Haushalt, was die Flüchtlinge betrifft. Es landet an verschiedenen NGOs. Ob das wirklich klug ist, das weiß ich nicht. Aber von diesem Gehalt bekommen die NGO eine Summe und von dem Gehalt, den eine NGO bekommt, landet eigentlich nur 35% den Flüchtlingen, weil die NGO auch andere Kosten hat. Also ich weiß nicht, wie klug das ist. Und Griechenland hat auch verlangt, hat auch gebeten, dass ja, aus allerlei Gründen vertraut die Kommission keinen Staatshaushalt, nicht nur den griechischen nicht, und sie favorisiert NGOs. Aber trotzdem kann man auch dort flexibel sein und man kann durch solche Gelder finanzieren bestimmte Bereiche des griechischen öffentlichen Dienstes, die mit den Flüchtlingen zu tun haben, wie zum Beispiel Krankenhäuser. Aber ich weiß keine Details. Ich zweifle, dass man wirklich einen Fortschritt dabei hat. Etwas Letztes. Ich glaube, bei dieser Tagung ist uns allen bewusst geworden, dass die Solidarität sowie das demokratische Wachsein eine Daueraufgabe ist. Und das ist ganz wichtig, nicht nur für die Vergangenheit, auch für die Zukunft, auch für die Gegenwart auf jeden Fall. Natürlich braucht Griechenland Solidarität, um so schnell wie möglich diese Umstände zu schaffen, die es erlauben, ein Wachstum unter der jungen Generation in Griechenland zu bleiben, Arbeitsplätze zu finden und Beschäftigung zu finden. Und es ist auch Griechenland ist leider auch ein Opfer geworden von einem dreckigen Medienspiel in den letzten Jahren. Das stimmt, aber ich finde, mit Vorwürfen geht man vorbei. Es ist nicht das erste Mal, obwohl es sich wirklich nicht lohnt, Steine zu werfen zueinander. Und ich glaube, das ist auch bewusst geworden hier in der Bundesrepublik in der letzten Zeit.
Von der anderen Seite glaube ich aber, dass das erste Opfer dieser schmutzigen Medienkampagne gegenüber Griechenland nicht Griechenland war. Das war eigentlich das deutsche Publikum, die deutsche öffentliche Meinung und die deutsche Politik, deren ihre Reaktionen und Aktionen beschränkt waren durch diese wirkliche Blitzkampagne, also sehr systematisch. Das hat noch Wunden hinterlassen. Also das ist nicht vollkommen vorbei. Das hat noch Wunden hinterlassen. Das muss man auch weiter studieren und bearbeiten, auf jeden Fall. Aber es war wichtig und sehr schön wiederzusehen, genau diese Leute oder andere Leute, die in der Mitte dieser Kampagne sich wieder für Anstand standen hier in Deutschland und gesagt haben, das haben Sie auch erwähnt vorher, nein, es ist nicht so. Man darf so, sich nicht so benehmen. Also herzlichen Dank für die Einladung. Es war eine Ehre für mich hier zu sein, so viel Neues zu erfahren und zu lernen und zu erinnern, wie abscheulich diese Zeit war, aber auch wie viel Kreativismus und Enthusiasmus sie auch mitgebracht hat. Herzlichen Dank.